Energy geht zwar langsam hoch, aber der ist trotzdem am Meckern wegen zu trinken. Das dürfte ich auch erstmal für eine Weile genug zu trinken haben. Wie bist du am Bluten? Ich habe gar keine Bandagen mehr hier rumliegen. Kein Stoff, ne? Ich habe mich schon gewundert, ey. Soll ich mal meine Handschuhe zerschneiden? Hast du die ganzen Lumpen eingesammelt? Hier liegen doch noch welche schmutzige Lumpen. Ja. Ich bin nicht ganz so weit gelaufen. Ich kann mich nicht verletzen. Nicht verbinden. Bist du denn wirklich verletzt? Phase 1 krank. Physical Engineering. Steht da denn sonst noch was? Cool. Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Ja. In den Häusern warst du schon? Toll, ich verliere die ganze Zeit live. Wird bekloppt. Jetzt Patch Wands. Ich muss saubere Lumpen. Die kann ich nutzen. Das ging aber vorher doch auch mit den Schmutzigen. Ja, aber bei mir stand eben. Ging nicht. Aber ist nicht schlimm, dann hole ich hier nochmal. Schmutzige Worte nach vorne. Paket. Ich habe ja Kann ein man die paar. eigentlich auch sauber machen? Das ist eine wunderbare. Das wäre schon cool irgendwie. Ja, wenn man die waschen könnte, ne? Ja. Nämlich das Zeug hier. So, dann auf geht's, wa? Kopf bewacht den Weg. Aber ein Speer hast du jetzt noch dabei. Ich habe noch zwei. Super. Ich habe Ich hab nämlich die gedacht, dass Axt, habe ich mir so lange erstmal in den Rucksack gepackt und auf den Slot 3 gestellt, dass ich die jederzeit rausholen kann. der ist cool, der hat einen Regenmantel. Arschloch. Ich durchsuche den mal kurz. Kannst du dir bestimmt. Ja, der hat einen Regenmantel und eine Arbeit. Die ist zwar ziemlich hell, aber. Aber der Regenmantel musst du mal drüber ziehen, vielleicht. Der. Ja, cool. Dadurch, dass er Ja. schmutzig ist, auch ziemlich dunkel im Dunkeln. Die Hose können wir eigentlich zerschneiden, oder? Hast du noch Platz für Racks? Weil ich habe Ja, schon ich zwei habe noch Bündel, aber. genug Platz. Gut, dann musst du dir mal so als Bündel an die Dinger wickeln. Da brauchst du zwei Slots und kannst du dir die. Das ist dann immer 5er. War auch unter Handwerk, ne? Genau. Handwerk und dann siehst du da diese oberste Reihe, dritte von rechts. Dann hast du auch immer was zum Verbinden dabei. Okay, ist dabei. So, dann gehen wir hier durch den Wald am besten. Ja, Puppets. Da oben brennt Licht. Was? Da oben brennt Licht.
in den Bäumen. Wow. Geht denn das? Ja, das frage ich mich gerade auch. Aber weißt du was, ist das ein Turm? Was ist das denn? Das kenne ich noch gar nicht. Das ist eine Art Baumhaus oder was? Es ist ein was Pipeline im Wald. Cool. Aber kann man leider nicht hoch, ne? Nee. Was ist das? Es sieht auf jeden Fall extrem. Es sieht schon cool aus. Und da vorne ist noch so ein Ding. Aha. Sind das irgendwelche Wegweiser? Oder das ist irgendwas wegen dem Stroh? In die andere Richtung geht's auch. Was ist denn in der anderen Richtung? Oder Wasser? Ist die irgendwie Wasser fördern? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Mysterium. Fall für Galileo Mystery. Ja. Aber es ist schön, dass wir uns endlich zusammen zocken können. Ja. 17 Minuten wird. Das ist wieder Server Restart, ne? Okay, das hier scheint eine Siedlung zu. Mit Mauern, heißt. Könnte ein Mech sein, ne? Ja. Aber ich höre keine Stampfgeräusche von den Mechs. Ich auch nicht, aber da sind auf jeden Fall Punkte. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir ein Ei. Hier unten ist ein Eingang. Der blinkt. Es könnte aber auch so ein Gebäude sein, einfach nur was da hinten so blinkt. Ja, ich geh mal in so einen Turm und guck mal, ob ich. Oh, cool. Mal ein bisschen den Weg lang. Oh, ich habe einen MK5000 gefunden. Ja, nice. Ist schon mal ganz okay, wa? Von hier oben hat man eine gute, definitiv eine Militäranlage. Cool, hab eine Pistole gefunden. Yeah. Jetzt brauchst du nur noch Munition für. Und ein Magazin. Ja. Ich habe Munitions auch mal 9 mal 57 Ganze. Und ich habe einen Anglerhut gefunden. Hm. Willst du auch einen Anglerhut haben? Ja, Metall-Baseballschläger. Wie geil. Hat sich das doch gelohnt, hier auszuloggen. Ja, definitiv. Oh, was liegt denn hier? Ein Kampfmesser und Patronen. Ja, nice. Kampfmesser ist doch schon richtig cool. Bloß lebend hier runterkommen. Bist du das, der da läuft? Ich bin gerade eine Leiter runtergeklettert. Dass du das bist. Ich bin außerhalb der Base gerade. Wo hast du denn einen gesehen? Nicht gesehen, gehört. Ach so. Du rennst? Ja. Cool. Dann kann man hier wirklich nochmal ein bisschen ablooten. Die Türme. Auf dem war ich noch nicht, wo du gerade vorbeigerannt bist. Hä, bist du den nicht eben hochgelaufen? Ne, das war der andere rechts. Ich gehe jetzt. Alles gut.
Ich sehe jetzt erst, dass hier noch viel mehr Türme sind. Ich habe einen Scope gefunden. Ja, nice. Und noch ein MK-1000 Militärmesser. Hat sogar eine bessere Haltbarkeit als hatte. MK-5000 Militärmesser habe ich auch gerade gefunden. Boah, jetzt fängt's an. Was nimmt man mit? Aber das Scope nehme ich auf jeden Fall mit. Da führt kein Weg dran vorbei, oder? Mhm. Da verhungere ich lieber. Ich habe sogar ein Magazin. 9mm Magazin. Du hast doch eine Pistole, oder? Ja. Eine M9mm, weil es ein Magazin. Eine M9, ja. Ja, geil. Na ja, dann. Scheiße, ne? Cool. Und darauf ausrutschen. Wollen wir uns kloppen? Nein. Das ist aber nice, oder? Es ist schon cool, ey. Was? Komm rein. Achso, wenn du hier auf Boxfight und rechts machst, kannst du verteidigen. Geht auch mit Waffen. Okay. Dann macht er so zack. Rechte Maustaste halt. Sehr schön. Cool. Also hier kann man wahrscheinlich Fights machen dann. Mhm. Achso, das Magazin lege ich dir hin. Und die Brause lege ich dir auch hin. Kannst ruhig mal zwei, drei Schluck nehmen von der Brause. Erstmal trinken. Wie gesagt, die Kugel nur über das Magazin rüber, dann das Grüne lässt du los und load ein. Das sind die hier. Load. 15 vor 15. Cool, du kannst 15 Schuss abgeben. Jetzt muss ich nur gucken, wie krieg ich das scheiß Magazin da rein, weil ich du auf die Equip. Oder muss ich die extra in die Hand nehmen? Ja. Geil. Was? Ja, jetzt ist es weg. Ich hab's gerade in die Hand genommen. Hä? Nee, du hast die Waffe in der Hand. Ja, die Waffe habe ich in der Hand, aber ich habe gerade das Magazin in die Dings genommen. Kann natürlich sein, dass in der Waffe schon ein Magazin drin war. Hast du jetzt 15 von 15, oder? Nee, 1 von 15. Was? Der hat irgendwie das... Ah, jetzt hat das richtig nachgeladen. Jetzt habe ich 16 von 15. Ich habe eine im Lauf und eine und die 15 Magazinkugeln. Magazin. Und das kannst du auch immer wieder nachladen. Aha. Die Brause? Hast du noch? Ja, trink mal einen Zwischluck. Zack. Hast du genug getrunken? Ja, okay. Einmal muss ich doch noch trinken. Ja, kannst du ruhig zweimal trinken. Das ist scheißegal. Hast du wow. Muss ich glaube ich wirklich machen. So. Ja gut, das dauert ja einen Moment, bis er das auch richtig umschlägt. Genau. Cool, naja. Haben wir ein bisschen Loot gefunden. Wir haben jetzt endlich eine Pistole. Da oben ist noch so ein Jägerturm. Da gehe ich noch schnell gucken. Oh, das, ich ja, ich habe halt ein bisschen auf, also ich hab's größer. Ich denke mal, beim nächsten Vibe werde ich den auch voll auf Kondition skillen und rennen, weil Intelligenz, wozu? Das Crafting ist ja noch nicht viel. Hm. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch irgendwas ausmacht. Ja, ist halt wirklich so die Sache aktuell, wo es noch nicht so viel gibt. Da muss man eher ein bisschen die Mechaniken, wie alles funktioniert und wie man am besten überlebt, ne? Ja. Ah, hier steht ein Haus. Kümmere ich mich auch sehr viel ums Crafting. Weil ich glaube, das ist jetzt am Anfang zum Überleben nicht verkehrt. Ja. In so einer Hütte war ich vorhin auch. Kaliber 22 Munition. Jetzt wieder so ein toller Holzscheit drin.
Also die... Wenn du die Munition mitnehmen willst, kannst du es ja gerne machen. Was ist das denn für eine? Kaliber 22. Naja, die eine habe ich eben schon wegge... Die hatte ich dir doch gegeben. Kann sein. Oh, der ist cool, der Angler. Der ist noch dunkler. So. Lumpenbündel. Anglerhut nicht. Ich mache jetzt noch mal noch einen neuen Lumpenbündel. Dann dürften wir erstmal mit Lumpen, denke ich mal, gut aufgestellt sein. Ja. Ach komm, ich nehme die Munition mal mit. Ich hab die Kaliber 22. Ich habe gerade Munitionskiste Kaliber 22 am Boden gefunden. Ja, ich meine, ich habe die anderen Kaliber 22. Achso. Ja, vielleicht finden wir die Waffe. Ja, dann hast du eine Waffe und dann gebe ich dir die Munition einfach dann wieder. Mir wäre jetzt ganz wohl, wenn wir mal einen schönen finden könnten. Einen schönen Ort? Ne, einen Rucksack. Ach so, ja. Und einen Ort, wo wir uns dann auch auslangen, weil es ist sehr schön. Ja. Du bist bestimmt krank geschrieben. Nee, ich war arbeiten. So wie du klingst. Ja. Du fällst mir noch tot um, Junge. Du willst gar nicht wissen, wie ich am Wochenende geklungen hab. Nee. Bestimmt sehr, sehr krank. Ich glaube, hätten wir im Discord gesprochen, du hättest nicht erkannt, dass ich im Discord bin. Ich habe mich echt wie so ein versoffener oder verrauchter Typ angehört. Willst du mal Hagebutte essen irgendwie? Kann man das? Ja, ja. Eine Sammelnussfrucht der Rosen. Ja, bitte bilden Sie nach der erfolgreichen Bestätigung. Ich weiß nicht, was die kann. Also hier ist einmal Hagebutte drin. Mal Search machen. Also mal hier so ein bisschen hochklettern. Irgendwo hast du denn den Search-Button? Dann kannst du Hagebutte essen. Lol. Mach mal. Aufstehen. Nee, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube nämlich, ich bin, glaube ich, verletzt, warum auch immer. Bein gebrochen oder so. Ja, ich habe eine Wunde. Hab die Hagebutte auf den Boden gelegt. Warum soll ich Versuchskaninchen spielen? Ich habe schon ganz oft Hagebutte gegessen, du kannst sie essen. Ach so. Geht eigentlich mehr um deine Starvation oder was? Also ich hab noch Lumpen, wenn du den brauchst, den krieg ich nämlich nicht mehr rein. Nö, lass liegen. Oder soll ich den Schnitzel wegschmeißen? Ich hab 4 Schnitzel, ich glaube für den kleinsten, hier braucht man nur 3 Schnitzel. Ich nehme den mit. Okay. Wir müssen irgendwann sowieso die Schnitzel fahren. Oh, vorsichtig. Was denn? Oh, ja. Das hätte ins Auge gehen können. Ja, weil wenn dir das Bein richtig bricht, so ein offener Bruch, kannst du auch nicht wieder heilen. Aber ich finde die Landschaft generell eigentlich ja echt schön auch gemacht. Ja, ist nett. Von hier sieht auch nicht jeder Baum gleich aus, ne? Wie das in vielen Spielen hast, dass wirklich jeder Baum gleich aussieht. Ist Mauernpilz. Ich sag dir gleich, was das ist. Das ist ein blauer Kahlkopf. Okay. Und die sind normal essbar? Ja. Was du nicht essen solltest, sind rote Fliegen. Ich glaube, diese Pilze geben eine Menge. Und Vitamin D, das sind die Vitamin D-Pilze. Ja, Vitamin D geht nämlich ordentlich hoch jetzt.
super. Das ist gut, weil Vitamin D ist bei mir aber bei 28% aktuell nur. Ja, da ist noch einer. Oder zwei. Ach da, mitten im Gebüsch noch. Cool. Ja, Vitamin D geht richtig hoch. Ich bin... Irgendeiner meinte nämlich, dass es ein Feld gibt mit rote Pilze, die Vitamin D unheimlich... Cool. Das ist cool. Haben wir die auch gefunden. Es gibt aber auch wirklich hier, ich hab die... Oh. Sehr schön, das ist wieder Hagebutte, die esse ich. Gut. Noch eine Hagebutte? Jo. Schön in die Kauleiste schieben. Klar, das ist gesunde Zeug. Darum trinkt man ja auch Hagebuttentee. Genau. Oh. Pilz. Ich glaube. Nur eine? Nee, zwei. Zwei Pilze. Ist die Frage, was ist das für eine? Ich glaube Champignon. Wiesenchampignon. Kann man essen. Ja. Deswegen gucke ich immer so ein bisschen beim Rennen auf den Boden. Weil es schon ganz cool mit den Pilzen. Also ich muss schon sagen, der Blick von hier ist echt schon cool, ne? Von das dieses leicht verschwommene dann. Ja, wenn du hier so stehst, siehst du da hinten die Küste. Das ja, und die Mauer und alles, das sieht schon geil aus.